herzlich willkommen zu unserer großen Runde hier oben. Der Titel lautet: Viele Wege führen nach Rom. Die Frage ist, wie führen Sie dahin? Und wir haben hier vier Herren mit sehr hoher Kompetenz sitzen, die schon sehr viele Wege gegangen sind und auch noch sehr viele Wege vorhaben, auch den ganz großen. Wir haben im Vorfeld Bierdeckel verteilt und Sie konnten die ausfüllen. Was wirklich interessant war, war das, was zurückgekommen ist, hatte in sehr hohem Maß mit Human Resources zu tun. Also das alles, was mit den Menschen in ihrem Betrieb zu tun hat, da gibt es viele, viele Fragen. Das ist einerseits ein gutes Zeichen, weil das heißt, dass sie alles andere offenbar meinen, im Griff zu haben. Andererseits hängt es natürlich meistens oder sehr oft auch an den Menschen, wenn etwas nicht gut läuft. Das kann zu tun haben mit den Entscheidungen, mit der Besetzung, mit der Führung. Also da gibt es vielfältige Gründe und man hat so das Gefühl, da gibt es auch noch das eine oder andere zu lernen. Also ein Teil unserer Fragen wird sich wirklich damit befassen, der andere Teil natürlich mit den, sagen wir mal, mit der Hardware oder den Prozessen und im Großen und Ganzen mit den Erfahrungen. Ich darf Ihnen erstmal die Diskussionsteilnehmer vorstellen. Sie sehen hier Diplom-Ingenieur Michael Breetz. Er ist Geschäftsführer von SEMA Systemtechnik in Hüllhorst in Nordrhein-Westfalen. Der Betrieb hat 100 Mitarbeiter. Es gibt ihn seit 35 Jahren. SEMA Systemtechnik stellt Anlagen und Maschinen und für Verpackungstechnik her, zum Beispiel für Milchprodukte, und stellt natürlich auch sehr große Anlagen für Stahlkonzerne her, für den Herstellungsprozess. Sie haben Ansprechpartner in Indien, in Osteuropa, in Norwegen, in Benelux. Und bemerkenswert ist, in den letzten 3 Jahren haben Sie zu verzeichnen eine Verdoppelung im Umsatzvolumen und in der Mitarbeiteranzahl. Das hört man heutzutage natürlich nicht jeden Tag. Auf meiner rechten Seite sitzt der Diplomkaufmann Ingo Körner. Er ist CFO seit 10 Jahren bei Brötje Automation in Rastede in Niedersachsen. Die Firma wurde 1919 gegründet als Fertigungswerkstatt für Dampfmaschinen und Motoren, hat sich in beinahe 100 Jahren heute zu einem Global Player entwickelt, zum Weltmarktführer für Großnietanlagen für Flugzeuge. Ich glaube, es gibt kaum noch ein Flugzeug, dessen Außenhaut nicht in einer Ihrer Anlagen hergestellt worden ist. Sie haben Standorte an vielen Orten der Welt, natürlich in den USA, Russland, China und auch in Japan. Wenn man auf Ihre Homepage schaut, dann sieht man einen netten Ausdruck. Sie sprechen von Ihrer Firma, von Ihren Mitarbeitern als Orchester, was ein sehr schönes Bild ist. Herr Lachmann. Herr Karl-Heinz Lachmann ist Geschäftsführer von SEM Automation aus Heiligenstadt, dem Heilbad Heiligenstadt, ein mittelständisches Unternehmen. Sie bauen Montageanlagen, zum Beispiel in dem Pharma- und Medizinbereich für Flakons, für, ganz tolles Wort, Tablettenmagazinierung. Man kann sich aber vorstellen, was das ist. Und auch im Automotivbereich, zum Beispiel auch für Beleuchtungskomponenten. Und ganz auf der Außenseite sitzt Diplom-Ingenieur Dietmar Lagemann. Er ist geschäftsführender Gesellschafter von Laveco. Die Firma wurde 1979 als Familienunternehmen gegründet. Seit 2003 sind sie Geschäftsführer. Die Firma sitzt in Espelkamp in Nordrhein-Westfalen. Und aus ihren Hallen kommen Hebesysteme. Sie sind einer der führenden Anbieter in Europa. Zum Beispiel gehört zu ihnen auch Cargo Master. Das sind die, die an allen Flughäfen die Frachtabfertigung machen. Also wir haben hier sehr viel Erfahrung sitzen. Und alle diese Firmen sind groß, und auf dem Weg zu dem, was sie groß gemacht hat, ist natürlich sehr viel passiert. Wir haben im Vorgespräch versucht, mal so ein bisschen die Fragen zusammenzufassen. Und ganz am Schluss würde ich gerne eigentlich die Frage stellen: Wie ist es eigentlich? Einige von Ihnen haben wahrscheinlich den Vortrag von Herrn Löffler gehört über das Scheitern, über die Dinge, die schiefgegangen sind. Und da sagte Herr Körner zu mir: Ja, wie viel Zeit habe ich denn für diese Frage? Und das Interessante war, dass
vieles dazu zu erzählen ist und dass genau die Punkte, wo was schiefgelaufen ist, wo Entscheidungen falsch gelaufen sind, wo man vielleicht einen Irrweg gegangen ist, an den Punkten lernt man natürlich. Und ich möchte die Frage jetzt offen in die Runde stellen und Sie bitten zu berichten, was bei Ihnen schiefgelaufen ist, wo Sie an einem Punkt waren, wo Sie gesagt haben, ich mache das so und so oder ein Mitarbeiter und daraus dann etwas anderes entstanden ist. Vielleicht mögen Sie anfangen, Herr Breetz. Muss ich jetzt sagen, gerne? Nein, ja. Also gerne reden wir hier auch über die Schwächen. Wir haben es ja im Vorfeld abgestimmt. Sie haben vorhin schon erwähnt, dass unser Unternehmen eine brutale Wachstumskurve innerhalb kürzester Zeit verdauen musste. Natürlich muss dann Organisation mitwachsen. Und wir kamen aus einem Konzernstandort mit einer größeren Struktur und für uns war Projektmanagement eine Selbstverständlichkeit, sodass wir auch relativ früh entschieden haben, in unserem wachsenden Unternehmen in der SEMA auch Projektmanagement einzuführen, weil wir eben gesehen haben, dass durch den hohen Auftragsbestand die Ressource, vor allen Dingen Konstruktionsleitung etc., extrem stark gebunden war mit der Auftragsabwicklung. Und uns begrenzt hat sicherlich auch und eben auch nicht effizient umgesetzt wurde. Wir haben dann vom Markt aus der alten Umgebung einen sehr, sehr erfahrenen Projektleiter genommen und Projektmanagement eingeführt, um es kurz zu machen, nach 2 Jahren wieder eingestellt. Schlichtweg nicht erfolgreich, lag nicht an den Personen, lag einfach an dem Zeitpunkt, an der Größe und an den Abläufen, dass im Grunde genommen unsere Einschätzung falsch war, vielleicht doch die Konstruktionsleiter aus der Auftragsabwicklung rauszuziehen und Projektmanagement zu machen, um das zu professionalisieren. Wir haben es wieder eingestellt und sind heute wunderbar glücklich mit dem alten System, auch trotz deutlich größerer Umsätze. Und halten Sie das auch für einen Weg, wenn Ihr Unternehmen weiter wächst? Oder haben Sie doch das Gefühl, irgendwann kommen Sie mal an den Punkt, wo das doch notwendig sein müsste? Ich habe eben im Nebensatz die Selbstverständlichkeit eigentlich schon mit einfließen lassen. Es führt einfach, das ist eine Bestätigung dafür, dass man immer wieder seine Abläufe, die man im Unternehmen hat, auch gerade dann so dieses Thema Never Change a Running System, völliger Quatsch. Das kann sich innerhalb kürzester Zeit, und ich rede hier jetzt von Wochen und nicht von Monaten oder Jahren, ändern. Und wenn Sie zu spät anfangen, Ihre Organisation wieder anzupassen, in welche Richtung auch immer, nur zeigen, es ist dieser aus der Erfahrung heraus war für uns völlig normal, wir brauchen Projektmanagement, nein, brauchen wir nicht, wir sind sehr gut zufrieden ohne, heißt aber nicht, dass wir das jetzt verteufeln, im Gegenteil, es gibt Projekte, die machen wir klassisch mit einem Projektmanagement, aber das ist dann situativ für ein spezielles Projekt. Mhm. Herr Körner, wie ist es bei Ihnen? Ja, ich würd kurz einmal da aufsetzen, dass ich sage, wir machen ja Einzelfertigung. Und letztlich, wenn wir uns das bewusst machen, treffen wir, ich schätze mal bei uns, bezogen auf unsere Mitarbeiterzahl, etwa 20.000 Entscheidungen am Tag. Das geht los mit ganz trivialen Dingen wie, was mache ich eigentlich als nächstes, was nicht ganz selbstverständlich ist, weil letztlich wir ja neue Lösungen erdenken oder uns Problemlösungen überlegen für Dinge, die sich plötzlich ergeben haben. Kunde hat seine Meinung geändert oder uns neue Informationen zugegeben, da haben wir gestern Morgen einen schönen Vortrag gehört. Und damit kommt es erstmal jeden Tag zu vielen Entscheidungen. Ich denke mal, was einem klar sein muss, ist, dass die Kernaufgabe erstmal ist, die Zahl der Fehlentscheidungen weitestgehend zu reduzieren. Es kann nie darum gehen, keine Fehler zu machen. Wenn man über Irrtümer spricht, dann ist es natürlich das, was man bewusst probiert, obwohl man nicht weiß, ob es funktionieren wird. Und da liegt ein Irrtum auch. Also immer im Bereich des Möglichen. Insofern würde ich jetzt nichts Spektakuläres anführen. Alle Dinge, die wir vielleicht für uns in der Firmengeschichte als Irrtümer herausstellen, war, dass wir nicht passende organisatorische Lösungen gefunden haben. Das ist im Wesentlichen jetzt nicht ganz so global, wie der Herr Breetz das gesagt hat, sondern wir haben nicht den richtigen Mitarbeiter mit der passenden Aufgabe betraut. Und was wir daraus gelernt haben, ist eben, dass wir jenseits der totalen technischen Fokussierung unserer handelnden Personen versuchen, immer wieder das Gespräch darauf zu ziehen, ist es eigentlich der richtige Mitarbeiter für die Aufgabe. Weil das ist der größte Grund, warum wir vielleicht in Projekten scheitern.
weil in Bezug auf die jeweilige Projektsituation der Mitarbeiter der Aufgabe nicht gewachsen ist. Mhm. Was nichts, per se nichts Schlimmes ist im Sinne von, das sagt nichts über den Mitarbeiter aus, sondern einfach nur darüber, dass wir uns da eben nicht genug Gedanken gemacht haben. Mhm. Und während dann schon die Techniker losstürmen, wie denn die technische Lösung aussehen kann, die Pferde einzubremsen und zu sagen, wir wollen doch jetzt nochmal drüber sprechen, wer was macht. Das ist das, was ein täglicher Kampf ist und wo wir oft schon Irrtümer gemacht haben und wo man aber nicht davor gefeit ist, dass morgen wieder Irrtümer entstehen. Haben Sie ein Beispiel für etwas, ich muss noch ein bisschen auf die Eingangsfrage zurückgehen, für etwas, was wirklich schiefgelaufen ist, warum auch immer, wo Sie gesagt haben, das machen wir jetzt anders? Also wo im Grunde genommen aus einer, sagen wir mal, aus irgendeinem Shit, that happened, was entstanden ist, was wovon Ihre Firma letzten Endes dann profitiert hat? Die Kernproblematik ist, ich würde mich da auch wieder bei dem Herrn Breetz anknüpfen. Wir haben Projekte bis zu 100 Millionen Auftragsvolumen, wo es einfach nicht funktioniert. Also ich kann jedem nur raten, dann auf eine, wie soll ich sagen, Prozessorganisation zu verzichten und ein vernünftiges Projektteam aufzusetzen, was möglichst ungestört arbeiten kann. Die Schwierigkeit, die wir haben, ist, dass wir eine recht hohe Volatilität haben, was die Zahl der Projekte angeht. Und wir uns lange gescheut haben, eine Großprojektorganisation vorzuhalten. Das haben wir immer noch nicht gelöst letztlich. Sprich, wenn ich zwischen 1 und 8 Großprojekten haben kann, was mache ich denn in der restlichen Zeit mit diesen Top-Leuten, die in der Lage sind, ein Projekt von 100 Millionen Größe zu leiten? Wir haben uns jetzt das dritte Mal vorgenommen, einfach diese Ressourcen vorzuhalten, auch wenn wir sie nicht brauchen, in bestimmten Phasen, also das weiß man ja echt nicht in der Zukunft, haben es aber zweimal schon wieder kassiert, weil es dann doch irgendwie wirtschaftliche Gründe gab, aber jetzt sind wir fest überzeugt, dass wir eine gewisse Mindestanzahl an Großprojektleitern haben müssen. Und wir haben, das, der Irrtum, den wir dann gemacht haben, ist, wir haben dann immer wieder im Hochlauf auf Externe zugegriffen. Fantastisch, können Sie am Markt kaufen, Werkvertragskollegen. Auch schon mit allen Wassern gewaschen. Wir haben aber immer wieder Schwierigkeiten gehabt, sobald der Wind aus verschiedenen Richtungen kommt, fehlt denen die Basis, die sichere Basis, dann auch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und insofern ist jetzt die Entscheidung ganz klar, eigene Großprojektmanager, die man auch über Jahre entwickelt, das ist eine 10-Jahres-Aufgabe, denke ich, statt externe. Mhm. Haben Sie sich ein Limit gesetzt, dass Sie sagen, also wir brauchen eine bestimmte Anzahl von Leuten, wir brauchen eine bestimmte Fachkompetenz, die wir halten? Also sagen Sie, bis über den Level hinaus machen wir das nicht? Oder sagen Sie, wir brauchen die Mannschaft in größerer Besetzung? Ich glaube, das ist immer der große Fehler von Personalarbeit. Dass man jetzt sagt, okay, wir gehen ans Reißbrett und dann schreiben wir da mal alles auf. Das ist zwar eine Orientierung, aber dann steht da vielleicht die Zahl 10. So, und dann sagt man dem Personaler so, jetzt such 10. Aber genauso wenig wie Bayern München losgeht und 10 Spieler Jahrgang 1992 sucht oder 2002 vermutlich eher. Also das ist Scouting. Das heißt, man muss eigentlich über jeden froh sein. Ne? Das ist eigentlich nur, die 10 ist dann nur der Maßstab dafür, wie viel Energie man da reinsteckt. Aber das, die findet man ja nicht vom Reißbrett. Also muss man einen nach dem anderen einsammeln. Ich freue mich dann eigentlich eher über jeden, der dazukommt, den wir identifizieren oder der sich dann bewährt in Aufgaben, die dahin führen, als dass ich dann irgendwo sage, okay, das müssen unbedingt dann die 10 sein. Mhm. Und wir haben noch einen weiten Weg zu gehen. Und dann haben Sie unter Umständen einen Götzen auf der Bank sitzen. Ja, genau. Okay. Herr Lachmann, wie ist es bei Ihnen? Wir haben natürlich auch in den letzten Jahren vieles geändert und anders gemacht. Und da kommt immer schnell auf, ja, das, was vorher war, war vielleicht ein Fehler. Muss man überlegen, ob es nicht richtig war und zur damaligen Zeit passend. Und die Zeiten haben sich geändert und man muss jetzt irgendwas ändern. Ich möchte aber nochmal das Thema Projektmanagement aufgreifen, wie das bei uns aussieht. Wir machen kundenspezifische Anlagen, wir leben vom Projektgeschäft. Und ich sage immer, wenn alle Projekte erfolgreich laufen, dann ist auch das Unternehmen erfolgreich. Und das ist der Grund, dass wir eigentlich ein knallhartes Projektmanagement brauchen. Wir sind gerade einen anderen Weg gegangen, wie Sie, Herr Breetz. Wir haben aber einen Fehler gemacht, als die Einzelprojekte immer größer wurden, haben wir immer noch an alten Strukturen festgehalten und eigentlich ein bisschen zu spät umgestellt auf ein klassisches Projektmanagement.
Und das war ein Fehler, den wir jetzt behoben haben, der sich auch zeigt erfolgreich. Aber für uns ist das Projektmanagement ein Muss und ohne es geht es nicht. Ein bisschen haben wir noch ein Problem gehabt in den letzten 2-3 Jahren, dass wir Projektmanagement und Akquisition, Vertrieb ist ein technisches Produkt, der Vertrieb muss zum Kunden hin, muss aufnehmen, muss Konzepte machen, dann kommt er zurück, dann muss das umgesetzt werden. Und wir hatten lange noch keine Trennung gemacht zwischen Projektmanagement im Hause und Kundenbetreuung, Kundenakquise und das. Und das hat sich auch nachteilig ausgewirkt. Das haben wir jetzt auch behoben, haben da eine klare Trennung gemacht, was auch wieder neue Probleme schafft mit der Schnittstelle. Aber für uns hat sich ausgezahlt, dass wenn das Projekt ins Haus kommt, dass wir dann ein Projektmanagement haben, das hier knallhart agiert, um die Projekte wirklich erfolgreich durchzuziehen. Mhm. Diese Probleme mit der Schnittstelle, erzählen Sie uns was darüber. Ja, wir haben immer gesagt, für uns ist es wichtig, dass der Kunde ein Gesicht vor sich hat. Also der zu ihm kommt, die Anfrage bearbeitet, das Konzept entwickelt, mit ihm diskutiert, gehen wir den einen, gehen wir den anderen Weg. Und der das Angebot schreibt, mit verhandelt, der sollte dann auch das Projekt durchsetzen. Wenn aber, und die Kundenbetreuung auch noch mitmachen, wenn aber ein Projektmanager ein großes Projekt hat, dann ist er gebunden und sagt, ich brauche die Zeit hierfür. Der hat die Kunden nicht mehr betreut, der hat keine Zeit mehr gehabt, ein anderes Angebot zu machen. Und dann ist diese Seite Akquise und Angebotserstellung einfach vernachlässigt worden. Und das hat dazu geführt, wenn sie dann wieder die Projekte raus hatten, dann waren nicht genügend neue Aufträge da. Und dann hat man wieder angefangen, die ganzen Projektleiter zu nehmen und zum Kunden zu schicken und wieder Dinge zu generieren. Und das hat eben nicht funktioniert und deswegen auch eine klare Umstellung jetzt. Der Kunde sieht eben zwei Gesichter bis zur Auftragsvergabe. Ist es der Vertriebsingenieur oder der, wie man ihn nennen will. Und danach ist es eben der Projektmanager, der das Projekt durchzieht. Darf ich dazu? Ja, gerne. Genau das Thema haben wir auch. Also wir hatten das früher in einer Hand. Mit den fantastischen Vorteilen, die man hat, eben nur one face to the customer. Es gibt keine Missverständnisse zwischen dem Mitarbeiter, der das Angebot gemacht hat und dem das Projekt abwickelt. Fantastische Vorteile, eben aber auch das Thema der Nachteile, dass die Dinge halt nicht mit gleicher Intensität betrieben werden. Wir haben dann eine Trennung gemacht, ähnlich in den Vertrieb und Abwicklung. Und leiden aber genauso. Wir leiden jetzt nur an anderer Stelle. Das Thema ist einfach immer das. Ich glaube, der gemeinsame Nenner, und das muss man sich bewusst machen, ist, jede von unseren Firmen in dem Geschäftsmodell, wo wir unterwegs sind, hat maximal 4 bis 5 oder 6 Mitarbeiter, die auf allerhöchstem Niveau mit dem Kunden reden können, gleichzeitig aber auch die Technik verstehen und daraus Neues generieren können. So, jetzt haben wir aber eine Volatilität am Markt und es geht eigentlich darum, Kapazitätsangebot für diese, ich sag mal, eierlegende Wollmilchsäue so zu gestalten, dass man immer genug hat. Ja, also ich glaube, der Kern in der Einzelfertigung ist, die Volatilität also zu akzeptieren und die Kapazitäten so auszurichten, dass man dann die Aufgaben richtig machen kann. Und es gibt dann nicht den Königsweg, aber den aus den gemeinsamen Vertrieb und Abwicklung in einer Hand. Der kann nur funktionieren, wenn Sie mehr dieser tollen Leute haben, als Sie eigentlich brauchen. Damit eben dann der Engpass nicht entsteht. Also man muss sich immer über die Volatilität als Kernproblem unseres Geschäftsmodells bewusst sein. Ja, und das ist genau wieder das Thema, was Sie vorhin angesprochen haben. Wir müssen einfach eine Vorhaltung an Personal betreiben. Ansonsten können wir die Projekte nicht, wenn welche im Hause sind, können wir die nicht erfolgreich abwickeln. Und das ist eine Investition in die Zukunft, die wir machen müssen. Und dann muss man noch eine gute Idee haben, was man denen als herausfordernde Aufgaben gibt, wenn mal weniger zu tun ist. Ja, dann würde ich auch noch kurz zum Thema Projekte aus dem Blickwinkel von Laveco was sagen. Wir fragen uns tagtäglich, wann wird die Herstellung eines Hebesystems, wann wird dieser Auftrag denn zum Projekt? Oder können wir diesen Auftrag ohne besondere Projektleitung durchs Unternehmen führen? Das ist für uns tagtäglich die Frage und eine Gratwanderung. Wir haben uns entschlossen, dass es dann individuell im kleinen Team entschieden wird. Ja, hier wird der Verkäufer entlastet, der ja im Prinzip auch Projektmanager, Projektingenieur ist. Aber wir haben feststellen müssen, dass wenn der Projektleiter, der ja dann auch Projektleiter werden würde, zu viele Aufgaben hat, dann
werden Kleinigkeiten vergessen. Dann werden Dinge, die er hätte abstimmen sollen, nicht abgestimmt. Die Probleme haben wir dann in der Fertigung und wir haben entschieden, wir halten auch hierfür Ressourcen frei im Unternehmen, junge, dynamische Leute, die dann diese Aufträge dem Erfahrenen abnehmen können und ja, projektbegleitend und als Projektleiter für die komplette Koordination dienen. Das ja, praktizieren wir und stellen wir uns jeden Tag neu diese Fragestellung. Mhm. Haben Sie noch ein Beispiel für Dinge, die schiefgelaufen sind, aus denen dann etwas anderes Neues entstanden ist? Ja, da gibt es tagtäglich auch sicherlich Beispiele. Ein ganz, ganz markantes Beispiel. Ja, wir liefern unsere Hebesysteme in unterschiedliche Industriezweige, in die Holzindustrie, unser Kernbereich, aber auch in die blechverarbeitende Industrie. Da geht die Anlage nachher zu einem Automobilhersteller als Beispiel. Ja, wir liefern in den Anlagenbau. Der Anlagenbau hat eine Gesamtanlage, wie auch zum Beispiel bei der Firma Brüthier, die Gesamtanlage. Und irgendwann ist im Projekt der Bedarf, ein Stück Hubtisch, ein Stück Hebesystem zu spezifizieren und auszuschreiben. Gängige Praxis, wir bekommen mit den Ausschreibungen ja, ZIP-Dateien mit Hunderten von Seiten von Dokumenten. Und diese in dem Angebotsfall für ein Stück Hubtisch, 30.000 Euro durchzuarbeiten, ist natürlich eine Problematik und auch eine Gratwanderung. Die Augen zuzumachen und zu sagen, wir machen das schon, in seinem Kernbereich gelingt das, da weiß man, was der Markt will. Betritt man andere Märkte, gibt es Gefahren. Wir haben das im bahntechnischen Bereich gemacht, da wurde auf eine Zugeinheit eine Hebebühne aufgebaut oder gar drei in diesem Fall. Und da waren britische Standards zu erfüllen, wir kannten die nicht. Naja, wer sollte sich da einarbeiten? Augen zu und durch, gerade in Phasen, wenn man vielleicht nicht genügend Auslastung, nicht genügend Aufträge hat. In diesem Fall Augen zu und durch. Ja, das haben wir teuer bezahlt. Da kamen die Abnehmer aus England, die Abnehmer vom Kunden und haben unterschiedlichste Dinge festgestellt, von denen wir gar keine Ahnung hatten, wirklich keine Ahnung hatten. Wir haben das Projekt teuer bezahlt, ist vielleicht nachher zu doppelten Kosten produziert worden. Aber wir haben daraus gelernt. Wir haben daraus gelernt, dass wir sprechen über mitgelieferte Spezifikationen. Wollen wir die durcharbeiten oder wollen wir die nicht durcharbeiten? Häufig stellt sich die Frage nicht, ob wir sie durcharbeiten, aber es ist eine Gratwanderung, wenn auf der Gegenseite der zu beschaffende Ansprechpartner sagt, das muss alles eingehalten werden, dann gehen wir häufig heute her und sagen, können wir kein Angebot abgeben. Mhm. Das ist für uns als Komponentenlieferant in eine Gesamtanlage sehr, sehr schwierig. Mhm. Ich hätte jetzt erwartet, dass Herr Breetz noch was dazu sagt. Gerne. Ich glaube, aus Sicht der Einzelfertiger, was der Dietmar Lagemann da gerade beschreibt, ist ein Riesenthema. Auch wir kennen diese fürchterlich, Entschuldigung, ekelhaften Lasten- und Pflichtenhefte, mit denen wir bombardiert werden. Ich denke, in der Aerospace-Industrie grausamst. Bei Ihnen jetzt sehr konkret 30.000 Euro Umsatz. Wir diskutieren mit vielen Einzelfertigern. Geschwindigkeit in der Angebots- und Auftragsabwicklung ist das Nonplusultra. Dann sind wir genau in der Zwickmühle mit einem nicht bekannten, nicht durchkonstruierten Produkt. Wie gehe ich mit diesem Lastenheft um? Ich kann keine Pauschalantwort geben. Ich weiß nur, dass viele Einzelfertiger jetzt hingehen und sagen, ich biete ein, wir haben es heute Morgen auch kurz gehört, ich biete meine Pauschal-Standardanlage erstmal an und schreibe dann rein, was nicht Standard ist. Anstatt umfangreich, und da rede ich über Wochen, Monate, teure Ingenieurstunden, um so ein Lastenheft gewissenhaft zu prüfen, mit einer Auftragswahrscheinlichkeit von 10%, 15%, 20%, wir wissen es nicht. Das heißt, eine Riesenherausforderung, der Kunde rüstet auf,
Immer mehr kommen wir in die Konzernkunden, auch als kleiner Einzelfertiger, und bieten unsere Leistung dort an, weil sie begehrt ist auch. Aber man donnert völlig selbstverständlich vom Einkauf uns die Lastenhefte aufs Auge und erwartet, dass wir die blind akzeptieren oder eben kommentieren. Also wir gehen aufgrund schlechter Erfahrungen, die wir gemacht haben, einen ganz konsequenten Weg. Wenn wir sagen, wir sehen eine Chance, bei dem Angebot erfolgreich zu sein, dass wir knallhart die ganzen Dokumente bis ins kleinste Detail prüfen und checken, weil wir in der Vergangenheit schon einmal wirklich total reingefallen sind, weil dann der Kunde kam und gesagt hat, das steht hier, das steht hier und das steht hier. Und deshalb ist es für mich ganz klar, das muss exakt geprüft werden, das lasse ich bestätigen von demjenigen, der für das Angebot verantwortlich ist, dass alles gecheckt wurde, weil das geht anders nicht mehr. Das ist unsere Erfahrung. Unter welchen Voraussetzungen lehnen Sie dann ein Angebot ab? Wir lehnen auch Angebote ab, wenn eben Bedingungen drinstehen, wo wir sagen, die können wir nicht erfüllen, das ist nicht machbar. Aber was wir natürlich machen, wir versuchen am Anfang einzuschätzen, wie groß sind unsere Chancen, einen Auftrag zu erhalten. Aber wenn die Chancen eben gegeben sind, ab einem gewissen Prozentsatz, dann muss das geprüft werden. Das sagen wir von der Geschäftsführung hier, anders unterschreiben wir nicht das Angebot, wenn das rausgeht. Ich kann das nicht leisten. Ich kann nicht mehrere hundert Seiten für ein Angebot durcharbeiten lassen. Das ist ja nicht nur der Projektleiter. Die gehen dann in die Elektrofachabteilung, die gehen mit Bauteilvorschriften auch in die hydraulischen Abteilungen. Es geht in die Fertigung mit Schweißvorschriften, besondere Vorschriften, die üblicherweise nicht einzuhalten sind. Ich kann das nicht leisten. Ich bin dann in solchen Fällen auch auf einen Gegenüber angewiesen, der kooperativ mitarbeitet. Ist das ein Einkäufer, der sagt, nein, das muss alles eingehalten werden, was ich mitgeschickt habe, das müssen wir für unsere Anlage auch, ist ja selbstverständlicher Lagemann, dann sage ich, ja gut, dann können wir das nicht. Aber wenn es eine Kommunikation in einer Partnerschaft ist, als dass wir sagen, Sie kennen doch unsere Hubtische, Sie wissen, was Sie bekommen, lass uns die Fachleute einmal in einem Projektgespräch zusammenkommen, wo durchleuchtet wird, was wird zusätzlich benötigt, gerade jetzt für diesen Endkunden X, Y oder Z. Wenn das in dieser Art und Weise möglich ist, ein Angebot auszuarbeiten mit überschaubarem Aufwand, machen wir das. Ansonsten, aufgrund der Erfahrung, die ich eben geschildert habe, lehnen wir die Angebotsabgabe ab. Herr Körner, sprechen Sie es aus. Der Lagemann redet ja über mich. Nein, anyway. Also ich hab versucht, die Essenz draus zu machen. Eigentlich sind wir alle total krank. Also ich möchte da eigentlich mich gerne an den geschätzten Lars Vollmer irgendwie wie anlehnen. Also das ist alles nicht mehr normal. Also es fängt an, dass am Ende Kunden stehen, multinationalen Konzernen mit 100.000 Mitarbeitern, wo irgendwo mal ein armer Ingenieur in Kabäuschen gesperrt wird. Da musste das Speck schreiben, obwohl er ja eigentlich normal einen anderen Job macht. Da macht er ja alle 3 Jahre, schreibt er mal einen Speck. Dann schreibt er da mal alles rein, was er so hat. Dann bügelt da der Einkauf dann noch dieses Dokumentenpaket, von dem Herr Lagemann spricht, drüber. Also der multinationale Einkauf, total professionell. Also auch das, glaube ich, die Wortwahl von Dr. Vollmer. Bügelt da also dieses Package von Papieren drüber und da steht dann irgendwo aber drin, eigentlich muss alles geliefert werden, was erforderlich ist, um alle gültigen aktuellen Normen, egal ob mitgeliefert oder nicht, zu erfüllen. Und dann kriegt man diesen, also ich stelle mir vor, ich würde in ein Autohaus gehen und sagen, also jetzt, hier ist meine Spezifikation, könnt ihr mir dazu ein Auto liefern? Die sagen, pass auf, guckt ihr es an, hat 4 Räder, fährt, hier sind noch die von unserer Forschungsabteilung getunten Verbrauchswerte. Die haben sie aber nicht entschieden. Nimm oder geh woanders hin. So, anyway. Aber ich glaube, der Punkt, also für mich war das ganz wichtig, dieser Vortrag von dem Kollegen von der TU Dortmund. Und der Lagemann hat es auch gesagt, es geht eigentlich um den kooperativen Kunden. Warum ich aber eigentlich geschmunzelt habe, ist, wir können uns den Luxus nicht erlauben zu sagen, pass mal auf, Kunde, all dein Verhalten jetzt in der Angebotsphase hat so viele Indizien geliefert, dass du nicht kooperativ bist bei der Erstellung der Anlage. Wir gehen dann mal. Das ist schon, also der Gedanke hat mir dann das Schmunzeln abgelockt. Ich freue mich, Herr Lagemann, wenn Sie in der Lage sind, zu sagen, wir entscheiden, welche Aufträge wir überhaupt nehmen oder welche nicht. Ich bin da bei Dr. Lachmann zu sagen, wenn es Vertragsklauseln gibt, die inakzeptabel sind, was Haftung angeht und Ähnliches, dann machen wir das auch nicht. Aber ich glaube, wir würden uns das nicht, also ich würde gerne die Diskussion mal erleben, wie wir dann diskutieren, dass die
das alles schon in, also morgen fiel ja schon mal das Wort Teenager-Sex, also in großer Vorfreude sind auf diesen Auftrag, der ja nun kurz bevorsteht, und dann hebt man die Hand und sagt, sorry, das ist mir zu viel Papier, die kooperieren nicht, ich glaube, wir sollten das lassen. Also die Diskussion mit dem Vertrieb, die würde ich vermutlich nur testweise gedanklich mal führen wollen und nicht in Realität. Also das ist dann eben der Spagat. Wir machen selber gerade die Erfahrung mit einem nicht kooperativen Kunden, ganz große Schwierigkeiten zu haben. Das ist etwas, was mir gestern Morgen auch aufgegangen ist. Ich glaube dennoch nicht, dass wir irgendwie gesagt hätten, pass auf, wir wissen, dass du unkooperativ bist, wir machen das nicht. Eine Lösung habe ich aber auch noch nicht dafür. Der Einkauf des Kunden ist auch überhaupt nicht in der Lage, das kognitiv zu verarbeiten, wenn man sagt, pass auf, so und so müssen sich eure Mitarbeiter verhalten, dann machen wir den Auftrag. Also das sind alles, da kommen wir alles in Diskussionen, die ich mir allerdings höchstens mal gedanklich vorstellen mag, die aber nicht Teil unserer Realität sind. Und das hat mich jetzt zum Schmunzeln geführt, und ich freue mich, Herr Lagemann, dass Sie auch Aufträge ablehnen können. Und wenn es denn uns betrifft, würde ich davon auch gerne lernen. Aber die Kollegen sitzen noch im Auditorium. Für die nächste Verhandlung gemeinsam. Ich würde gerne nochmal einen Blick in die Firmen reinwerfen, auf die Mitarbeiter schauen. Und zwar, es gab schon einen Vortrag zu dem Thema. Nichtsdestotrotz würde ich das gerne hier in der großen Runde nochmal diskutieren. Wie finden Sie die Leute, die Sie brauchen? Sie brauchen hochspezialisierte Leute, beziehungsweise Leute, die in der Lage sind, so spezialisiert zu werden, wie Sie sie dann am Ende gut einsetzen können. Fangen wir bei Ihnen an, Herr Breetz. Finden Sie Ihre Leute über Internetportale, die ja versprechen, gute Matches zu bringen? Haben Sie Scouts? Gehen Sie an die Hochschulen? Wie finden Sie Ihre Leute? Ich kann keine einfache Antwort darauf geben, versuch's trotzdem kurz. Wir versuchen alles, darf ich mal ganz banal sagen, wir reißen uns den Po auf, um die Mitarbeiter und die Stellen zu besetzen, die wir für die Zukunft brauchen. Und da ist uns fast jedes Mittel recht. Ich kann jetzt nicht sagen, dass das eine funktioniert und das andere nicht, oder das andere funktioniert besser als dies. Also es ist bei jeder Personalbesetzung eine neue Anforderung, die wir uns stellen. Sicherlich sind wir verwöhnt, weil wir mehr oder weniger aus einer alten Konzernumgebung hervorgegangen sind und konnten uns die ersten 3 Jahre sehr schön aus dem alten Topf bedienen, weil wir wussten, was wir kriegen und was wir auch bekommen. Das ist heute anders. Und dann geht es nur über Ausbildung, über duales Studium, über all die Themen, die wir alle kennen. Wir fangen jetzt an, bauen Bobbycars mit der Gesamtschule aus unserem Ort zusammen. Es gibt Kollegen, die fangen auch schon an, Kindergartentage im Unternehmen zu machen. Also es ist irre, was läuft, aber es hat sicherlich auch einen Grund, warum wir alle sowas machen. Sie haben jetzt schon mit reingenommen, die Anreize, die man bieten muss, um neue Leute zu finden. Wie ist es bei Ihnen, Herr Körner? Ich möchte erst mal auf Herrn Breetz eingehen. Also ja, okay. Ich habe einen kleinen Denkvorsprung, weil ich zu dem Thema auch gestern einen kleinen Vortrag gemacht habe. Aber gestern ist mir das auch schon von dem Herrn Menzler berichtet worden, was Mercedes angeht, ähnlich wie beim Jugendfußball da in so Erlebnistage einzusteigen, ob es nun ein Bobbycar ist. Also unser Wettbewerber macht das auch, der hat auch so eine technische Bastelveranstaltung für die Kinder seiner Mitarbeiter. Das wird natürlich immer mehr hip, aber ich glaube, ein Punkt sollte uns klar sein, da bin ich absolut bei Herrn Breetz. Wie wir Personal machen und auch viele unserer Personaler, die kommen ja alle aus der Serie. Und da macht man das ganz einfach, und da gibt es dann Kreditoren, also nehmen wir mal das Profil Kreditoren, Buchhalter SAP. Total klasse, haben wir vermutlich alle eine Vorstellung vor, und wir wissen exakt, was der können muss. Und die gibt es auch im Sand am Meer, weil es vermutlich in Deutschland 1500 Firmen gibt, die Kreditorenbuchhaltung mit SAP machen. Was wir aber suchen, sind ja in der Einzelfertigung Problemlöser, robuste Leute, die mit Überraschungen umgehen, die ähnlich wie der Herr Lagemann das eben beschrieben hat, was ich total toll fand, situativ in der Lage sind, sich zu fragen, was ist jetzt das Richtige. Das ist sowas, was Sie jetzt nicht so schön in der Checkliste kriegen und was meiner Meinung nach auch weder faktisch abgefragt wird über die gängigen Kanäle wie Portal oder schriftliche Kanäle. Selbst Headhunter fragen das nicht ordentlich ab. Da geht es immer nur, was hat er schon gemacht, was kann der? Ist auch das, was unsere Techniker am liebsten hören oder sehen wollen von einem Bewerber. Aber ich glaube, es ist einfach Einzelgeschäft.
Also ähnlich wie wir Einzelfertigung machen, machen wir Einzelgeschäft. Die Demut müssen wir haben. Wenn ich vorhin erzählt habe von 10 Großprojektleitern, das ist wahnwitzig zu meinen, die könnte ich jetzt am Markt suchen und hätte die in 3 Monaten. Sondern was wir brauchen, ist letztlich gerade eben für die, Sie haben es Spezialisten genannt, das würde ich, da habe ich eine, da kommen wir auf Abwege, aber die, die geeignet sind, in unserem Unternehmen wirklich entscheidende Stellen auszuüben, die findet man über Scouting. Und das Scouting, das ist einmal, das ist das tägliche Scouting in der Firma, zu gucken, wem kann man auch mehr zutrauen. Das ist aber auch dann Scouting auf der Straße, im Leben, weiß ich nicht. Ich habe gestern ein Beispiel gedacht, das ist eigentlich schon fast am Gag-Niveau, aber ich habe es gestern gemacht, ich würde es heute auch noch mal erzählen. Unser Personalleiter hat mal, jetzt ganz platt gesagt, einen Taxifahrer aufgerissen, der ihm erzählt hat, dass er eigentlich ja nur Taxi fährt, weil er als Schlosser nichts mehr findet und davor aber das und jenes gemacht, so sind die ins Gespräch gekommen. Dann hat unser Personalleiter den mit angeschleppt und haben die Techniker gesagt, der taugt nichts, der ist ja nur Taxifahrer. So, und jetzt ist er ein gefeierter Held, das wird langsam so ein kleiner Running Gag, macht sehr, organisiert sehr wirkungsvoll Qualitätssicherungsaufgaben und alle sind glücklich, dass wir ihn haben. Aber mein Punkt ist, mein Learning, Augen und Ohren offen halten, Gespräche führen, versuchen, Anknüpfungspunkte zu finden. Und jede Chance wahrnehmen und jeder ist ein Mensch und jeder hat das Potenzial, eben der robuste, durchsetzungsfähige Organisator zu sein, der jetzt, sag ich mal, die Kernkompetenz ist, die wir alle als Einzelfertiger brauchen. Wie halten Sie es mit dem Nachwuchs? Ja, wir sind zwar in einem Heilbad angesiedelt, aber das ist für junge Menschen nicht gerade attraktiv und wir tun uns mit allen gängigen Methoden, Leute zu finden, sehr, sehr schwer. Deswegen sind wir dazu übergegangen, ähnliche Dinge zu machen, eigene Leute zu nehmen und auszubilden. Sie haben viele, kennen das Problem mit Softwareleuten. Wir finden niemanden. Wir schauen eben bei uns, gibt es da Leute, die Techniker gemacht haben und bilden die Leute selber aus. Was Projektmanagement angeht, viele Leute, die bei uns im Unternehmen sind, schauen wir, passen die, wären die in der Lage dazu, versuchen die zum Projektleiter auszubilden, zum Projektleiter zu machen, weil anders haben wir in unserer Gegend keine Chance, Leute zu kriegen. Und über allein den gehaltlichen Anreiz, da können wir uns als mittelständisches Unternehmen auch nicht erlauben, hier Gehälter zu zahlen, in dem Maße, dass plötzlich Heiligenstadt doch attraktiv wird. Und deswegen geht es nur, selber Leute hier ausbilden, dorthin führen, um das zu haben, was wir eben benötigen. Mhm. Herr Lagemann, wie finden Sie Ihre Menschen? Ja, unsere Firma ist in Espelkamp angesiedelt. Kein Heilbad, aber auch eine Stadt, die nicht als Flüchtlingsstadt unbedingt attraktiv ist, um Mitarbeiter, wo auch immer aus Deutschland zu gewinnen. Wir beschränken uns daher auf den lokalen Bereich. Mit all den zuvor schon angeschnittenen Möglichkeiten, wir scouten auf Messen, lokalen Jobmessen, natürlich haben wir einen Internetauftritt etc. etc. Das beste Beispiel, unseren Konstrukteur, der heute unsere Cargo-Produkte erfolgreich konstruiert, den habe ich persönlich gescoutet abends beim Joggen. Der hat mir erzählt, hat jetzt sein Studium absolviert, er sucht einen neuen Job oder er sucht einen Einstiegsjob, ich sage Bewerbung her. Also so kann auch Scouting, sicherlich in diesem Fall ein Zufall, auch funktionieren. Und man muss immer am Ball bleiben, immer dranbleiben, wirklich wahr beim Scouten. Die Kontakte nutzen, möglichst die jüngeren Leute an die Auszubildenden ranlassen und nicht unbedingt den grauhaarigen Prokuristen, der kurz vorm Renteneintrittsalter ist, um die Barriere da auch zurückzustellen. Auf den grauhaarigen kommen wir vielleicht, wenn wir Zeit haben, nachher nochmal zurück. Herr Körner, Sie wollten noch was dazu sagen. Ja, ich wollte nur sagen, eigentlich ist der Kern diese klassische Wirkungskette, die wir aus der Serie kennen, dass irgendwie dann mal mit mehr Arbeit gerechnet wird, dann geht man zum Personaler, sagt, ich brauche ein Stück, keine Ahnung, Projektingenieur, keine Ahnung. Und dann geht der Personaler mal auf den Markt, kontaktiert seinen Headhunter, schreibt das aus, 6 Wochen in der Zeitung, dann Bewerbungsrunde und dann irgendwie, das funktioniert in unserem Geschäftsmodell nicht. Ne? Und deshalb fand ich eben sehr schön, Herr Lagemann, den Begriff zu sagen, da muss man am Ball bleiben, man muss das eigentlich bedarfsunabhängig tun. Mhm. Und man muss das mindestens mal für die Kernkompetenzen, das ist bei uns im Betriebnehmer, Superschlosser, Organisationstalente und Ingenieure,
als insbesondere Software-Ingenieure, das muss man eigentlich, die muss man immer auf dem Radar haben. Und da darf man, muss man die Wirkungskette aus der Serie halt durchbrechen und sagen, das ist eine Daueraufgabe, Scouting. Mhm. Nun sind ja gute Fachkräfte nicht unbedingt immer auch gute Führungskräfte. Haben Sie Karrierewege innerhalb Ihrer Firma, wo Sie sagen können, da ist einer ein absoluter Könner, den kriege ich irgendwie weiter, den möchte ich an eine andere Stelle setzen. Haben Sie da Wege für Könner, ohne dass die Mitarbeiter Verantwortung übernehmen müssen? Wie ist es bei Ihnen, Herr Breetz? Auch da haben wir die klassischen Organisationsformen, wie ich sie persönlich selber auch erlernt und erleben durfte, über Bord geworfen, weil der Klassiker war halt, man hatte gute Nachwuchsleute in der zweiten Reihe und hat sie eben fit gemacht, dass sie irgendwann mal aus dem Schatten in die Sonne gehen und Verantwortung übernehmen. Bei unserer Unternehmensgröße, wir haben es jetzt an zwei, drei nostalgischen Punkten erlebt, geniale Fachleute, die auch richtig Lust hatten, mehr zu machen, zu wachsen, kommen dann irgendwann in die Position, wo sie automatisch auch eine kleine Abteilung führen müssen. Und wenn es nur 5 Mitarbeiter sind. Und genau damit tun sie sich schwer. Was machen sie dann? Also sie organisieren ihr Unternehmen um. Das tun wir. In der Vergangenheit war das ein anderer Weg. Da haben wir eben gesagt, er hat keine Führungsqualität. Also ist er für die Aufgabe nicht geeignet. Wir brauchen einen anderen. Können wir uns nicht erlauben. Ich weiß nicht, ob ein Unternehmen sich das noch erlauben kann. Herr Körner hat es schon angedeutet. Wir müssen halt gucken, habe ich den richtigen Mann oder ist der Mann an der richtigen Aufgabe? Und das sind diese Themen, die wir haben. Ist natürlich für mich auch als Geschäftsführer extrem anstrengend, weil irgendwie kommt man jeden Morgen ins Büro und fängt an, sein Unternehmen neu zu ordnen. Okay. Herr Körner, ich würde eigentlich ja? nicht viel sagen wollen, weil das ist genau das, wo ich Ihnen gestern schon gesagt habe, da würde ich gerne lernen von den anderen. Ja. Wir sind da, ich strecke da alles von mir, da sind wir gescheitert und das liegt daran, dass insbesondere die dann mal irgendwann in Führungspositionen gebracht wurden, das natürlich irgendwie Teil des Selbstbildes geworden ist in ihrem privaten Umfeld, wo Mutti und die Kinder auch total stolz drauf sind und wenn man dann darüber spricht, dass man sagt, pass mal auf, du bist ja gelernter Techniker und gar kein gelernter Kindergärtner oder Sozialarbeiter. Warum beschränkst du dich nicht auf die technischen Aufgaben und wir suchen einen, der halt technisch nicht so stark ist und aber ein Organisationstalent und dann übernimmt den Führungsteil. Das sind so Dinge, wo wir dann oft auch am Selbstverständnis scheitern wo auch viele auch junge Leute sagen, ach, dieser technische Titel oder diese technische Anerkennung, die reicht mir nicht. Also die sind schon sehr stark gepolt, es muss die Führungsanerkennung sein. Obwohl sie alle keine gelernten, die haben alle eigentlich überwiegend viel zu viel mit Fischertechnik gespielt und sind keine Sozialarbeiter, aber wollen trotzdem Führungskräfte werden. Und das ist etwas, wo man dann als Unternehmen gesamtheitlich organisatorisch ein langes Leid erleidet, wenn man das zulässt. Wir arbeiten uns da Stück für Stück durch mit unseren Leuten, aber wir haben eben keinen technischen Anerkennungsweg, Fachanerkennungsweg, der von den Kollegen genauso wertgeschätzt wird. Insofern würde ich gern von den anderen lernen. Mhm. Kann Herr Körner von Ihnen lernen? Ja, vielleicht ein bisschen, müssen wir mal sehen. Die gute Fachkräfte, die wollen oft Gruppenleiter werden oder Abteilungsleiter, weil einmal finanziell das sich eine reizvolle Sache ist, aber die wollen auch im Organigramm erscheinen, die wollen was auf ihrer Visitenkarte stehen haben. Und das ist das Problem. Fehler haben wir auch gemacht, aber wir haben seit einem Jahr ungefähr angefangen, dass wir gerade für diese Fachkräfte, die unwahrscheinlich Spezialist sind, haben wir im Unternehmen spezielle Stellen geschaffen. Eine Stelle, die einen bestimmten Namen bekommt, der auch auf der Visitenkarte gut aussieht und die wir auch im Organigramm ausweisen. Und so waren wir auch in der Lage, gewisse Leute zu halten. Finanziell wird die auch entsprechend ausgestattet und teilweise finanziell auch vergleichbar eine Sondertechnikstelle, die vergleichbar ist mit dem, was einer als Gruppenleiter hat. Und das auch im Unternehmen, und das ist wichtig auch für das Ansehen des Einzelnen, im Unternehmen verkaufen. Was hat er jetzt für eine Stelle? Warum hat er die Stelle? Was ist die Stelle notwendig? Warum ist sie notwendig für das Unternehmen? Um so seine Wertschätzung bei den Kollegen auch zu erhöhen. Und das haben wir angefangen jetzt mit 3 Leuten und das wollen wir auch fortsetzen. Und ein Ziel, eine Vorgabe war auch, dass auf diese Stellen sollen eigentlich nur Leute kommen, die schon vorher bei uns im Unternehmen waren. Also nicht von draußen jemand holen, auf so eine Stelle setzen,
sondern das bitte als, ein wenig als Anreiz zu nehmen für Fachkräfte, die einfach nicht führen können. Und mal sehen, ob sich das langfristig auszahlt. Mhm. Können Sie das vielleicht ausführen, so ein Beispiel von eins von diesen dreien, ja, wie die Stelle aussieht? Wir haben das zweimal gemacht im Konstruktionsbereich und einmal im Softwarebereich, wo wir dann eben den genommen haben als für spezielle Entwicklungen, Weiterentwicklungen, ihm also den Titel gegeben, er ist eigentlich Entwicklungsleiter, weil wir ja als Anlagenbauer keine Entwicklungsabteilung und sowas haben. Also ist er jetzt der, ich übertreibe mal ein bisschen, der Chefentwickler bei uns für neue Ideen, was wird in der Zukunft sein. Und das ist zum Beispiel ein Beispiel, wo wir diesen entsprechenden Mitarbeiter halten konnten. Ja, da hätte ich auch ein Beispiel. Bei uns ist das ein Verkäufer, der mehr wollte als nur Verkäufer zu sein. Er hat sich weitergebildet, er hat in den für uns geltenden Normen mitgearbeitet im deutschen Spiegelgremium, im europäischen Gremium, bei den EN 1570er Normen. Und letztendlich hat er ja dann auch auf seiner Visitenkarte, er kann dafür keine Gruppenleitungsstelle oder was auch immer bekommen, aber bei ihm auf dem Türschild und im Organigramm und auf der Visitenkarte steht CE-Beauftragter. Ja, das sind die kleinen Dinge, die ihn abheben von anderen Kollegen. Ansonsten sind wir natürlich bei Laveco auch die Unternehmung, die die Mitarbeiter, die sich weiterbilden wollen, auch fördern. Aber da sind viele junge, im Moment 4, 5, 6 Kollegen, die sich weiterbilden, Meister, Techniker. Aber bei einem Unternehmen in unserer Größenordnung, so viel Abteilungsleiter, Gruppenleiterstellen habe ich gar nicht. Was mache ich mit denen? Was mache ich damit? Ja, ich muss interessante Aufgaben suchen. Ich muss gucken, wollen die mal ein kleines Projekt führen? Und ja, immer die Augen aufhaben. Wie haben sie sich da hervorgetan? War das was für die? Oder ja, man muss immer wieder tagtäglich die Augen aufhalten und interessante Aufgaben für diese weiterbildungswilligen Kollegen finden. Ansonsten sind die weg. Mhm. Dann verlieren wir sie in einem Umfeld, wo es eh schwierig ist, Mitarbeiter zu gewinnen. Mhm. Bleiben wir noch mal kurz bei dem Selbstbild der Mitarbeiter. Jeder Mensch macht Fehler. Es kann manchmal verhindert werden durch Kommunikation. Manchmal passiert es, manchmal auch nicht. So, jetzt haben wir jemanden, der Fehler macht, weil er immer meint, er ist derjenige, der was entscheiden müsste. Er holt sich von niemandem anders irgendwie Rat. Tatsache ist aber, dass manchmal dadurch auch was verhindert werden kann, indem man einfach in Kommunikation mit jemand anders tritt. So, wenn jetzt die Mitarbeiter so drauf sind, dass sie sagen, das mache ich nicht, weil das würde mir als Schwäche ausgelegt werden, haben sie natürlich eine schwierige Situation. Jetzt ist die Frage, wie gehen Sie mit Fehlern, mit Fehlentscheidungen um? Ist es was, was als, wie es Herr Löffler gestern in seinem Vortrag gesagt hat, als Fehlerkultur, als Kultur des Scheiterns möglich ist? Kommunizieren Sie selber als Geschäftsführer oder sagen wir mal die Führungsabteilung, wie damit umgegangen wird oder wie handhaben Sie das? Wir sprechen über Fehler. Wir sprechen in der Tat täglich und auch in bestimmten Sitzungen über Fehler. Aber was wir nicht machen ist, dass wir demjenigen, der einen Fehler gemacht hat, einen Kopf abreißen im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sprechen darüber und niemand braucht Angst haben bei Laveco, das zu kommunizieren, dass er einen Fehler gemacht hat. Aber wenn wir daraus nicht lernen und den Fehler zum zweiten Mal machen, dann ist der Kopf lernt man mich kennen. Nein, nein, so schnell geht das nicht. Aber dann wird man schon deutlicher. Herr Lachmann, wie? Ja, das ist eigentlich ähnlich bei uns, dass wir leben. Aber es ist wichtig hier, diese Kultur muss man erst in ein Unternehmen reinbringen. Und es muss oben anfangen und man muss es vorleben. Und für mich galt das auch schon immer, auch wenn neue Mitarbeiter kommen, ist das eines der ersten Dinge, die ich sage hier, die sollen, wenn irgendwas schief gelaufen ist, sie sollen kommen, drüber reden. Es wird niemandem der Kopf abgerissen. Man muss dann drüber sprechen, warum das passiert ist. Und ich erwarte dann natürlich, dass dasselbe nicht nochmal passiert. Aber es ist eine Kultur, die muss man vorleben, das kann man nicht verordnen. Und wir versuchen das, dass man eben sagt, hier offen über Fehler zu sprechen, frühzeitig zu kommen, gerade im Projektgeschäft frühzeitig zu kommen, da ist was schief gelaufen.
Und ja, wir haben es teilweise geschafft, aber es gibt immer noch Mitarbeiter, die genau das haben. Oh, ich kann es nicht zugeben, das wird mir als Schwäche ausgelegt. Das ist ein Prozess, der dauert wirklich über viele, viele Jahre, bis man so eine Kultur pflegt. Und wichtig ist, dass oben angefangen wird, das vorzuleben. Und ja, das ist meine Devise, vorleben und hoffen, dass das aufgenommen wird. Ich habe das für Laveco, vielleicht füge ich das noch kurz an, gelernt in meinem Vorgängerunternehmen, eigentlich aus der Tatsache her, wie man es nicht macht. Wir haben dort, wie vielleicht in anderen Unternehmungen auch, einmal wöchentlich sprechen wir über Fehler, über Nacharbeiten, über ähnliche Dinge. Und das, was ich jetzt gerade erläutern wollte, ist, in dem Unternehmen wurden Mitarbeiter in den Raum zitiert und sie mussten ihre Fehler erklären, sie mussten vor versammelter Mannschaft, vor dem Vorstand gerade stehen für die Fehler. Draußen stand ein Schild, Druckkammer. Also so macht man es nicht. Das ist wirklich Tatsache. Das war in Deutschland. Herr Körner. Ja, ich würd an der Stelle ein bisschen weitergehen. Vielleicht noch mal einmal die Trennung. Wir haben vorhin darüber gesprochen, über Irrtümer. Ich glaube, das ist auch der Benno Löffler unterscheidet das auch gerne. Wir haben das Thema Irrtümer. Das heißt, wir sagen, okay, da ist ein neuer Weg. Wir probieren ihn mal. Wir wissen nicht, ob der funktioniert. Und dann ist immer implizit, dass man scheitern kann. Jetzt reden wir über Fehler. Und für Fehler gibt es eigentlich nur zwei Quellen. Und das ist Denkfaulheit oder fehlende Sorgsamkeit. Wenn man das weiter aufdröselt, dann entstehen Fehler zwangsläufig unter bestimmten Rahmenbedingungen. Wenn Leute schlecht organisiert sind, wenn man sie unter Druck setzt, gut, wenn sie faul sind, aber ich würde das erstmal voraussetzen, dass das eigentlich das jetzt nur rein zur Vollständigkeit. Aber Eile, sagt Henry Ford, ist ein Riesenthema. Dann dieser Multitasking-Unsinn, man lässt sie nicht ordentlich in Ruhe arbeiten. Sie haben keine Möglichkeiten, sich Hilfe zu beschaffen. Das ist übrigens eins, das ist so ein bisschen personenimmanent, weil unsere deutschen Ingenieure, also beim vielen Fischertechnik spielen, also da stand nicht drin, wenn du nicht weiterkommst, frag deinen Bruder. Das wäre mal ein Hinweis an Fischertechnik, was uns dann auch in den Firmen helfen würde. Also das ist das Einzige, wo ich sage, also sich nicht Hilfe zu besorgen, ist das Einzige, wo ein Mitarbeiter fahrlässig sein kann. Ansonsten sind das in der Regel immer Rahmenbedingungen, wie ein Vorgesetzter, sorry, jetzt bin ich wieder da, bei der Sozialarbeiter, der zuständig ist, die Arbeitsverteilung organisiert. Und was wir beobachten, ist einfach gerade immer da, wo es schlecht organisiert wird oder mach mal oder schmeiß noch was auf den Tisch, wo dann Arbeitsberge entstehen, insbesondere wo Kapazitäten nicht synchronisiert sind, also wo man mehr Arbeit reindrückt, als eigentlich der Mitarbeiter Arbeitszeit hat, selbst mit großzügigen Überstunden. Dann kreiert man quasi als Führungskraft wissentlich ein Klima, in dem der Mitarbeiter eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit hat, Fehler zu machen. Und insofern ist eigentlich das Gespräch mit dem Mitarbeiter überhaupt nicht das Relevante. Egal, ob man den Kopf abreißt oder nicht, ich würde auch eher dafür tendieren, den draufzulassen. Sondern wenn man sich wirklich Mühe macht für Denkarbeit, dann geht man halt einen Schritt weiter und sagt, okay, was sind eigentlich die Bedingungen in eurer Abteilung, dass seit 4 Wochen permanent Nacharbeiten auftreten? Ja, und wir haben doch da den Auftragsberg und so, und dann kommt man ins Gespräch. Und letztlich geht es um funktionierende Organisation, einmal des Mitarbeiters selber, wir kennen das, glaube ich, alle. Da haben wir die Jungs, die immer stöhnen, dass sie in Arbeit ertrinken. Dann gibt es auch welche, die gehen immer pünktlich und schaffen ihre Arbeit dabei. Und das sind dann unterschiedliche Organisationsqualitäten, die für sich geschaffen haben. Aber insbesondere auch, wie wird Arbeit in der Abteilung verteilt? Schönes Beispiel ist, habe ich einen Spezialisten, der immer die gleichen, also wir haben zum Beispiel klassisch einen Hydrauliker, und der kriegt immer alle Aufgaben. Ja, das ist logisch, dass das schief gehen muss, weil entweder er hat zu wenig zu tun, dann ist er glücklicherweise jemand, der sich Arbeit beschafft, aber meistens ist es so, dass er zu viel zu tun hat. Und schon habe ich ein Klima geschaffen aus der Spezialisierung, wo das fehlerträchtig ist. Klar, erstmal arbeitet er autistisch, weil nur er der Einzige ist, der das versteht. Der hat auch keinen, den er fragen kann, wie er das machen würde. Und dann habe ich das Thema, dass ich automatisch Überlastsituationen kreiere, in denen die Eile und die Hektik, die dann entsteht, automatisch dann die Fehleranfälligkeit erhöht. Meiner Meinung nach Fehler überwiegend organisatorisches Versagen. Und insofern spreche ich eigentlich über Fehler nicht mehr mit dem Mitarbeiter, warum ist dir das passiert? Sondern eigentlich gucke ich mir dann an, was sind eigentlich die Rahmenbedingungen, unter denen der arbeiten muss, was dann die Fehlerquote erhöht. Und da werde ich immer fündig. Da werden Sie immer fündig? Ja. Okay. Herr Breetz, werden Sie da fündig oder eher nicht? Wir wollen ja jetzt nicht nur über Fehler reden hier oben, aber vielleicht noch abschließend dazu.
es ist alles gesagt worden. Bei uns ist es Unternehmenskultur. Mir ist wichtig, dass unsere Mitarbeiter, weil die ein unterschiedliches Empfinden haben, was passiert mir mit einem Fehler, warum sind Fehler da? Unternehmenskultur heißt bei uns ganz einfach, wir sind Einzelfertiger, wir sind Sondermaschinenbauer, bei uns gehören Fehler dazu. Ja? Also ein Fehler ist normal, der kommt vor und das Einzige, was ich will, als in dem Fall für die Führung Verantwortlicher, ich möchte, dass wir einen Fehler immer nur einmal machen, nie zweimal. Wenn wir das schaffen, toll. Das ist, glaube ich, die einhellige Aussage aller hier. Darf ich da was anfügen? Also ich unterschreibe den Satz auch, ne? Ich sage den auch gerne, ne? Aber wenn wir ehrlich sind, wir haben ja jeden Tag neue Situationen. Ja, und insbesondere Projektleiter vom Kunden hat dies und jenes gemacht oder da ist noch ein Dokument aufgetaucht, dass dann die Anlage doch noch was anderes können muss und sowas. Ja, da habe ich jeden Tag neue Konstellationen, aus denen, also in denen man sich falsch entscheiden kann, sage ich erst mal. Was hilft mir das? Ja, also ich glaube, ich habe auch immer den Anspruch, mach den Fehler nicht zweimal, aber wenn ich dann wirklich genau hingucke, dann ist irgendwas doch anders gewesen. Und es gab dann, es gibt dann doch eigentlich, wenn man wirklich sich Mühe gibt, war es zwar wieder der gleiche Mitarbeiter, dem ein Fehler mit dem Kunden oder was auch immer, aber wir sollten uns auch abschminken, den Anspruch zu haben, dass die Situationen vergleichbar sind und dass damit dann irgendwie auch der Anspruch wirklich erfüllt werden kann, dass die Mitarbeiter den Fehler nicht zweimal machen. Sie haben halt immer neue Chancen, neue Fehler zu machen, ist klar. Genau. Das ist aber auch das, was Spaß macht an der Branche. Genau. Nicht alles, oder anders gefragt, wir schauen mal nach draußen. Es wird ja nicht unbedingt immer alles innerhalb der Firma erledigt, bewerkstelligt, produziert. Die Frage ist, die geht eigentlich an alle von Ihnen, halten Sie alle Produktionsprozesse, gestalten Sie die im Unternehmen oder gibt es bei Ihnen auch die verlängerte Werkbank bei Lohnfertigen und was für Erfahrungen haben Sie damit gemacht? Herr Breetz, mögen Sie anfangen. Ja, vielleicht als, ich glaube, kleinstes Unternehmen in dieser Runde, Sie haben die Mitarbeiterzahl gehört, wir beherrschen sogar zwei unterschiedliche verlängerte Werkbänke oder Beschaffungsprozesse. Wir haben zwei Geschäftsbereiche, Verpackungstechnik für Lebensmittel und Stahlbereich. Der eine geht zu 90% durch eine Eigenfertigung und der andere wird zu 90% extern beschafft. Beide Systeme sind erfolgreich und konkurrieren im eigenen Unternehmen gegeneinander, wodurch wir auch wunderbar immer wieder alle Spielarten dieser Fragestellung im eigenen Unternehmen beantworten können. Auch hier für mich ganz, ganz logisch bei der Dynamik, die wir jetzt die letzten Tage, Stunden immer wieder besprochen und gehört haben und die auch vom VDMA jetzt nochmal für die Aussicht der nächsten Jahre auf uns zukommen wird. Wir werden das immer wieder hinterfragen müssen und das, was wir heute für selbstverständlich halten, kann morgen völlig tödlich falsch sein. Herr Körner. Dem ist fast nichts hinzuzufügen. Also es geht einfach schlichtweg darum, was funktioniert. Das ist das Thema, es gibt keine Blaupause und ich glaube, das findet man auch nur raus, wenn man den Weg mal beschreitet und dann oder zwei Wege hat, wie der Breetz sagt, und dann guckt, welcher erfolgreicher ist. Wir haben witzigerweise vor kurzer Zeit ein tieferes Gespräch gehabt mit einem Wettbewerber und die haben sich hingestellt und haben gesagt, ja, wir machen alle Teile selber. Wir sagen konsequent, wir machen keine eigene Fertigung mehr. Jeder ist so auf seine Weise erfolgreich. Das Entscheidende ist aber eher, warum wir das so machen. Bei uns ist es so, dass wir mit unseren Volatilitäten und unseren Lieferzeiten es nicht geschafft haben, eine Fertigung so zu strukturieren, dass sie in Europa wettbewerbsfähig arbeiten kann. Also wir würden keine Auslastung schaffen, 7x24, haben deshalb auch keine neuen Maschinen mehr gekauft. Und insofern hat sich das Thema dann ökonomisch erledigt. Sind, glaube ich, auch mit der Flexibilität, die das am Beschaffungsmarkt bietet, extrem, extrem glücklich. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, wenn mir einer erzählt, ich mache das gleiche Geschäft, ich baue die gleichen Produkte und ich mache es genau andersrum und bin deshalb erfolgreich, dann würde ich sagen, ja, das kann bei dir auch funktionieren, wenn du da entsprechende Lösungsbausteine zusammengestöpselt hast. Also unterschreibe ich hundertprozentig. Mhm. Wir haben eigentlich schon seit Jahren eine unwahrscheinlich hohe Fertigungstiefe.
und vor allem auch was die Teilefertigung angeht. Wir haben das immer gehalten, weil wir gesagt haben, wir müssen flexibel sein als kundenspezifische Anlagen. Wir wollen eine gewisse Qualität produzieren und wir wollen gewisse Zeichnungen, sage ich mal, nicht rausgeben aus Know-how-Schutzgründen. Das ist eine Sache. Die andere Sache ist, was Engineering angeht. Engineering ist das, wovon wir leben, neue Ideen zu haben. Hier vergeben wir nichts nach draußen. Wir haben manchmal Spitzen, da holen wir uns Leasingkräfte mit dazu für die Konstruktion, für Software und so weiter. Aber das ist was, was im Hause bleibt. Wir haben aber jetzt auch angefangen, wir unterliegen auch einem Preisdruck, einem Kostendruck. Die Kosten müssen runter. Und aus wirtschaftlichen Gründen haben wir jetzt auch entschieden, dass wir zum Beispiel die konventionelle Teilefertigung geschlossen haben, weil das nicht mehr vertretbar war, wirtschaftlich dasselbe zu machen. Es geht Flexibilität verloren, das gebe ich zu, aber der Schritt war notwendig. Und wir haben auch im Bereich der Montage angefangen, dass wir sagen, hier einfachere Montagen, ich sage mal Gestellbau, Vormontagedinge, die auch verstärkt nach draußen zu geben aus wirtschaftlichen Gründen. Aber das Kern-Know-how, das eben bei uns ist, das ist Engineering, das wird auch in Zukunft bei uns im Unternehmen bleiben. Das werden wir nicht nach außen vergeben, aber die anderen Dinge aus Kostengründen notwendig. Aber ich gebe auch zu, dass es auch Nachteile bringt in der Projektabwicklung, vor allem wenn man die auch teilweise die Zeitschiene anschaut. Können Sie das konkretisieren? Jetzt die Nachteile? Ja. Ja, Sie haben eben nicht mehr, wenn Sie Dinge nach draußen vergeben, Sie müssen jemanden finden, der die Kapazitäten hat, der nicht unwahrscheinlich da auf Sie wartet. Und das andere ist, bei größeren Dingen müssen Sie auch ja mal Angebote einholen, Sie müssen vergleichen. Das sind also Vorfeldarbeiten. Und die andere Frage ist natürlich, kriegen Sie die Qualität? Gerade bei unseren Produkten, die wir draußen einkaufen. Und das sind die Probleme, mit denen wir jetzt noch zu kämpfen haben, die noch nicht 100% astrein laufen, seit wir den Bereich konventionelle Teilefertigung geschlossen haben. Und auch was in der Montage angeht, Dinge nach draußen zu geben. Das ist noch nicht harmonisch im Ablauf und führt teilweise zu Terminverzögerungen im Projekt. Herr Lagemann, wie halten Sie es damit? Ja, auch wir haben eine sehr hohe Fertigungstiefe. Laserteile, Kantteile, Brennteile und eine Dreherei haben wir nicht. Die kaufen wir zu. Ansonsten fahren wir nach dem Motto, wie die Vorredner auch, Kernkompetenzen, den Scherenbau, die Bearbeitung, die Genauigkeiten, auch die Endmontage, all die Sachen bleiben in-house, die gehen nicht nach draußen. Alle anderen Komponenten stehen tagtäglich auf dem Prüfstand, kann ich die CNC-Bearbeitung, die wir an einer Maschine mit einem Mann bei uns in einer Schicht realisieren, nicht draußen im Markt günstiger einkaufen. Das ist mal so, aber nicht immer so. Also wir fällen da Fallentscheidungen. Auch haben wir einen sehr großen Schweißbereich, wo Rahmen und Scheren geschweißt werden. Auch da haben wir kontinuierlich eine Überprüfung. Da stellt sich unsere Fertigung dem Zukauf preislich gegenüber. Und es kommt auch vor, dass man mal eine Serie von 60, 70 Grundrahmen oder Oberrahmen im Markt zukaufen. Nun ist es ja so, dass viele Sondermaschinenbauer durch Baukastensysteme standardisieren. Halten Sie das für sinnvoll? Es ist möglicherweise einfacher, sicherlich effizienter, aber verhindert das nicht auch die ein oder andere Innovation? Wir haben natürlich auch standardisiert da, wo es sinnvoll ist, wo es auch einfach ist, Systeme aufzubauen in den Lagerungen, in den Laufrollen, da, wo wir wirklich davon partizipieren. Wir müssen aber flexibel bleiben, um ja in Losgröße 1 unserem Kunden dort das optimale Produkt liefern zu können. Ich kann jetzt nicht irgendwelche Scheren vorfertigen, um zu sagen, ja, das Produkt für den Kunden bauen wir um die Schere herum, die haben wir jetzt günstig gefertigt. Das funktioniert nicht. Herr Lachmann? Ja, wir haben ganz klar die Devise, dass wir sagen, wir gehen zu unserem Kunden hin, analysieren, was möchte er und bieten ihm ein Produkt, das auf seine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Ich sage immer, wirtschaftlich und technisch optimale Lösung. Das ist das, was wir gegenüber dem Kunden nach außen vertreten. Aber auch wieder aus Kostengründen ist es notwendig, dass wir Dinge standardisieren. Und wir haben in den letzten Jahren sehr viel Stationen, Module standardisiert.
Aber nach außen hin sage ich immer zum Vertrieb auch, geht nie hin und sagt, ich habe hier eine Maschine, das ist unser Standard, dann werden aus den viereckigen Ecken vier runde Ecken gemacht und dann passt für dich, Kunde. Wir haben Erfolg gehabt in den vergangenen Jahren dadurch, dass wir zum Kunden hingegangen sind und gesagt haben, wir schnüren für dich dein Paket. Aber Standardisierung lässt sich nicht mehr vermeiden, ist notwendig. Das große Problem, was wir mehr haben, ist, dass die Ingenieure, der Konstruktionsingenieur, dass der eben, der ja in dieser Welt groß geworden ist, ich mache das, was der Kunde braucht, eben auf die Standards, die wir definiert haben, dass der darauf zurückgreift und aus den standardisierten Modulen und Stationen dem Kunden seine individuelle Maschine generiert und konstruiert. Und das ist die größte Herausforderung, die wir im Moment haben. Hm. Aber Standards müssen sein, ansonsten können wir mit den Kosten nicht mehr mithalten. Aber unser Erfolg beim Kunden war, dass wir offen sind und nicht mit Standards bei ihm auftauchen. Hm. Sie halten das genauso, Herr Körner? Ja, also wenn man einmal noch mal einen Schritt weiter tiefer guckt, was sind eigentlich unsere zwei Hauptkostentreiber? Das eine ist in unserem Geschäftsmodell. Das eine ist, das haben wir schon ein paar Mal diskutiert, das sind Fehlerkosten. Ja? Fehlerkosten sind exorbitant zur Quelle eigentlich und zur investierten Denkenergie. Ne? Weil fällt später auf, wir müssen das korrigieren, müssen wieder Gott und die Welt in Bewegung setzen. Und das andere ist, dass wir jedes Mal die Dinge neu erfinden. Ja, im Umkehrschluss ist die größte Kostenersparnis, die wir erzielen können, die Wiederverwendung bestehender Arbeitsergebnisse. Egal, ob das jetzt ob Module oder Baukasten oder was auch immer, aber wenn ich eine Konstruktionsarbeit nicht nochmal machen muss, ist das eine Gelddruckmaschine. Ja? Weil der Kunde merkt ja nicht, dass ich nichts tun muss. Und insofern ist das der Kernhebel. Und wir haben das auch gemacht, wir haben es Gott sei Dank nicht bis zur Perfektion getrieben, weil das dann wieder übermäßigen Aufwand kreiert hätte, aber mit dem, was wir gemacht haben, haben wir die Produktkosten um 30% senken können. Wir haben das weitgehend an den Markt weitergegeben, was dann Volumenauswirkungen hatte, positive, aber grundsätzlich ein Riesenerfolg. Die Schwierigkeit ist nur, da knüpfe ich mal an Dr. Lachmann, letztlich, was macht man da? Dieser arme Junge, der sein ganzes Leben Fischertechnik gespielt hat und ein total glücklicher Ingenieur geworden ist, der quasi heute Paul Bocuse ist, ja, wenn du dem eine Stunde Freiraum lässt, da findet er was Neues an deiner Maschine, was du gar nicht haben wolltest. Und morgen setzt du ihn quasi bei McDonald's ein, wo er quasi zwischen Big Mac und Chicken Nuggets eigentlich nur noch 7, 8 standardisierte Gerichte servieren kann, darf. Das macht den Kreuz unglücklich. Also insofern, glaube ich, müssen wir da, wir setzen in unserer Ingenieursausbildung an oder wir würden dann in den Firmen dann ja, organisatorische Lösungen für die Unterlassung von Geniestreichen schaffen müssen. Oder wir schaffen dann Genie-Ecken, wo man dann sagt, jetzt darfst du dich mal austoben und morgen ist wieder McDonald's aus dem Standardbaukasten. Das ist also der Mindset, warum ist denn gut genug und wiederholen eigentlich wirklich jetzt gut genug, ich bin doch einer, der Dinge erfindet. Das ist, sage ich mal, auch wieder eine Führungsaufgabe, eine technische Führungsaufgabe, die nur dann schwerfällt, wenn man den besten Techniker zum Konstruktionsleiter gemacht hat. Okay. Herr Breetz. Ja, vielleicht auch nochmal als Resümee zu allem, was wir jetzt gehört haben. Auch wir müssen natürlich unter dem Kostendruck in der Internationalisierung, gerade Asienmärkte zum Beispiel, uns auch überlegen, wie wir die Kosten runterkriegen. Das geht mit Modularisierung sehr gut, weil wir wollen natürlich unsere Unternehmensstrategie als Einzelfertiger kundenspezifische Lösungen in einer knackigen Lieferzeit zu präsentieren, nicht verlieren. Auf der anderen Seite, im Projektgeschäft haben wir alle das Thema, das gilt auch zum Thema Verlagerung, verlängerte Werkbank. Ich kann unmöglich die großen Projekte mit der eigenen Ressource durchziehen, es sei denn, ich habe sie so flexibel im Griff, dass ich sie atmen lassen kann. Wir machen das Atmen mit der verlängerten Werkbank. Und erstaunlicherweise funktioniert die Modularisierung sehr gut mit der Zusammenarbeit von Zulieferern, weil die Zulieferer sind immer kostenorientiert in Richtung Fertigung. Die können das viel besser als wir, weil das, was wir eben gehört haben, unsere Ingenieure sind ja fast beleidigt, wenn man denen sagt, lass das mal weg, das können die da draußen besser. Also machen wir das und mit all dem Terrain, wir haben die beste Wareneingangskontrolle ist, wenn Sie irgendwas im Ausland zukaufen, dann brauchen Sie da keinen für abstellen, keinen Qualitätsplan schreiben, Sie kriegen jeden Fehler aufgezeigt, aber
Sie kriegen, weil gerade diese Lieferanten sich anders organisieren und einen anderen Fokus haben, eine unheimlich hohe Neigung, auch Wiederholteile einzusetzen und Standardisierung zu schaffen, die sie im eigenen Unternehmen nicht schaffen. Und das geht bei uns jetzt fast dann einfach noch weiter, auch in Richtung Vertrieb, auch der Vertriebler. Ich sage immer, ich bin selber Vertriebler, ich bin auch beim Kunden, Verkaufmaschinen. Es ist für uns relativ schön, mit einem weißen Block zum Kunden zu fahren und sagen, sag mir mal, was du haben willst, wir können das schon. Wir sind Einzelfertiger, wir machen das schon. Dem jetzt aber unterschwellig mitzugeben, dem Vertriebler, und zu sagen, pass mal auf, Freund, du musst jetzt einfach wissen, bis dahin kannst du dich bewegen, dann bist du noch im normalen Kastenrahmen. Wenn du die Zusagen und die Zusagen machst, dann wird es jetzt gerade richtig teuer für den Kunden. Und das kriege ich eben nur, das muss ich reflektieren aus der Standardisierung in Richtung Vertrieb. Ich muss es also unternehmensintern erstmal definieren, damit alle wissen, okay, hier sind meine Standards, die sind aber auch hinterfragt und auch geprüft vom Markt. Natürlich muss ich die anpassen, aber ich muss es vor allen Dingen kommunizieren. Sonst hilft Ihnen die schönste Standardisierung nichts, wenn der Vertrieb das auf einmal wieder anders verkauft. Okay. Kommen wir zu einem anderen Punkt. Eine relativ frische Entwicklung ist ja der 3D-Druck. Der 3D-Druck ist sehr oft Einzelfertigung, eigentlich fast immer. Hat das für Sie eine Bedeutung, gerade in der Beschaffung spezieller Teile? Kann ich Ihnen noch nicht sagen. Ich habe eine Meinung, aber die ist noch nicht reif. Wir wissen, dass 3D, wir haben draußen schöne Geräte auch stehen zum Gucken. Ich habe auch gestern ganz stolz das Logo vom IFE mir drucken lassen und mitgenommen. Es ist noch im experimentellen Stadium. Wir nutzen 3D-Druck zurzeit für den Vertriebskanal. In der Verpackungstechnik fahren wir also zum Erstgespräch beim Kunden mit Musterteilen, die einen Teil der Wertschöpfungskette in der Maschine ausmachen. Wir präsentieren Ihnen also eine zukünftige Lösung für seine Verpackungsaufgaben. Die lassen wir zum Beispiel 3D drucken. Und wir haben auch außer Konstruktion zwei jüngere Konstrukteure einfach mal zu all den vorhandenen Messen geschickt, um einfach mal für uns zu reflektieren, wo steht die 3D-Drucktechnik, wann ist das Potenzial für uns, und wir haben auch einen eben in der Konstruktion im Einsatz, damit wir uns damit auseinandersetzen. Ich sehe da Potenzial, aber momentan noch eher im Experimentierstadium. Mhm. Wie ist es bei Ihnen, Herr Körner? Schon ein Thema oder ein großes Thema? Oder nein, wir haben es gestern auch mal diskutiert. Also der Charme liegt eigentlich für mich in der Organisation. Also ich hatte ja schon ein paar Mal gesagt, also wir persönlich jetzt, ich glaube aber auch viele andere Firmen, die haben eine hohe Volatilität. Das ist etwas, wo wir gescheitert sind. Zerspannung, also Teilefertigung wirtschaftlich zu organisieren, wie das zum Beispiel Anbieter machen können, die für die Serie halt arbeiten und mit hohen Stückzahlen halt schaffen, sehr hohe Auslastungen zu kriegen. 7x24 die Maschinen laufen zu lassen. Wenn ich jetzt als Kunde zu denen komme mit meinem einen Teil, das dann möglicherweise auch noch hochkomplex ist, dann hat das immer eine Tendenz, hinten runterzufallen, weil da meist, das sind Zerspannungsbuden, Verantwortliche sitzen, die sagen, ja, die Jungs sind nur richtig am Schaffen, wenn du 120% Druck reinmachst. Das heißt, die nehmen zu viel an. Ehrlich gesagt würde ich mir auch Werkzeugmaschinen nicht auf Vorrat hinstellen, um Kapazitätsspitzen abbilden zu können. Dafür sind sie zu teuer. Aber jetzt kommen wir an das Thema Druck. Wenn halt so ein Drucker irgendwann nur noch 50.000 bis 70.000 Euro kostet, und dann glaube ich, dass das Geschäftsmodell Einzelfertigung eben dann für Kunden wie uns mit kürzestmöglichen Lieferzeiten, was man abbildet über Kapazitätsreserven, deutlich attraktiver wird. Wir uns dann viel mehr Raum bei denen verschaffen können und dann halt eben eine höhere Termingenauigkeit. Kostentechnisch muss man gucken. Wir haben auch noch Thema wie Präzision, die da für unsere Anwendung das Thema begrenzen. Also technisch ist es ja auch noch im Werden, da bin ich ganz bei Herrn Breetz. Ich sehe aber da organisatorisch Riesenchancen, dass sich die Teilefertigung per Druck anschmiegt an die Einzelfertigung von Gesamtanlagen dann. Mhm. Sehen Sie das genauso oder sind Sie schon? Nein, für uns ist die 3D-Technologie wirklich eine zukünftige Alternative.
Vor allem, wir haben jetzt noch nicht in Maschinen ausgelieferte Maschinen eingesetzt, aber momentan beschäftigen wir uns gerade damit für die Greifertechnologie. Wir haben häufig Einzelteile, die gefertigt werden müssen. Und der Vorteil ist eben bei der 3D-Technik, dass Sie Konturen konstruieren, sage ich, schaffen können, die Sie mit 3D-Druck einfach herstellen können und die Sie mit mechanischen, klassischen Methoden kaum in der Lage sind oder sehr, sehr teuer herzustellen. Und da sehen wir die Chance, gerade was Greifertechnik angeht. Wir müssen ja alle Teile bei Montageanlagen, die wir zusammenbauen, müssen wir irgendwie greifen und jedes Teil ist anders. Und da sehen wir eine große Chance drin. Wir sind uns im Moment ziemlich sicher, dass wir aber selbst nie eine 3D-Druckanlage anschaffen werden, weil das sind Investitionen, sie brauchen unterschiedlichste, weil sie unterschiedliche Materialien verarbeiten werden. Und wir sind dabei, momentan uns umzuschauen. Es gibt schon Anbieter, die ein großes Spektrum anbieten und das eben klassisch durch Fremdvergabe diese Teile dann herstellen zu lassen. Ein Problem ist wieder im Moment, was wir sehen, bei dem Konstrukteur, bei dem Ingenieur. Weil wenn ich 3D-Druckteile einsetzen möchte, muss ich anders konstruieren, ich muss anders denken und das erfordert wieder einen Umdenkungsprozess bei den Ingenieuren und da stellt sich wieder die Frage, schafft man das mit Mitarbeitern, die jetzt schon 10 Jahre lang klassisch konstruiert haben, damit es auf einer CNC-Maschine gefertigt werden kann. Mhm. Und da braucht man vielleicht neue, von der Schule kommende Ingenieure, die man mit solchen Sachen vertraut, betraut. Mhm. Herr Lagemann, für Sie ein Thema, 3D-Druck oder? Bisher noch nicht, aber nach dem, was wir hier gelernt haben, ich habe mir das sehr wohl mit unserem Konstruktionsleiter hier angesehen, wird das vielleicht zukünftig ein Thema werden können. Wir sind da in den Anfangsschuhen, haben da also bis heute noch keine Berührungspunkte gehabt. So, wir sind, glaube ich, schon so ziemlich am Ende unserer Zeit. Letzte Frage in die Runde, bitte mal eine kurze Antwort. Fühlen Sie sich als Einzelfertiger mit Losgröße 1 für die Zukunft gut gerüstet? Herr Breetz. Wir haben die Turbulenzen der vergangenen Jahre gestern wunderschön auch noch volkswirtschaftlich gesehen vom VDMA. Für mich die richtige Antwort ist das, wofür wir hier, glaube ich, alle stehen. Einzelfertiger, die in der Lage sind, durch ihre Strategie und Ausrichtung Kunden individuell sehr schnell zu reagieren auf Veränderungen am Markt. Wir haben keine großen Entwicklungszyklen dahinter. Wir sind also in der Lage, sehr, sehr schnell zu reagieren und darum fühlen wir uns auch pudelwohl. Das klingt schon mal hervorragend. Herr Körner? Ja, ich sage immer, wir machen Wildwasser. Das ist mein Bild. Andere machen Segelbootfahren in der Badewanne, also Massenfertiger. Ich glaube, bin absolut beim Breetz, will auch nicht viel anstricken. Wildwasser macht wach. Wach heißt, wir sind es gewohnt, jeden Tag neue Lösungen finden zu müssen. Und deshalb halte ich uns DNA-technisch auch extrem gut gewappnet, mit den nächsten Krisen, die dann vielleicht größerer Natur sind, umzugehen. Wir sehen in der Zukunft für uns einen weiterhin wachsenden Markt. Wir haben in der Vergangenheit eigentlich erfolgreich sind wir gewachsen und deshalb glauben wir, dass wir, es wird immer Schwierigkeiten geben, aber auch für die Zukunft gerüstet sind, uns anzupassen und den Markt bedienen zu können, sodass wir auch erfolgreich sein werden. Und Herr Lagemann? Ja, auch für uns, ich sehe das nicht anders als meine Vorredner. Wir müssen uns ständig anpassen und neue Ideen holen, hier auf dem Kongress sicherlich geschehen und ständig innovativ bleiben. Wirklich neue Ideen, neue Prozesse, Dinge erledigen. Die großen Stichworte Innovation und verbunden mit großer Wachsamkeit, großer Aufmerksamkeit, großer Problemlösungskompetenz. Ich danke Ihnen an diese Runde. Ich hoffe, Sie haben viel mitgenommen und ich gehe davon aus, dass die Gesprächspartner Ihnen auch noch vielleicht für die eine oder andere Nachfrage zur Verfügung stehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und herzlichen Dank an die Runde. Vielen Dank.